So, jetzt sind wir wieder da. Hoffe. Zur Pause ist in einer Stunde 36. Einmal kurzer Blick auf die Karte. Wie sieht es denn hier aus? Mal wiegen angesagt. Und dann könnte ich hier ein Schläfchen machen. 2 Stunden 3, naja, würde klappen. Dann los. Nicht im Ernst, oder? Direkt an der... Ja, sehr schön, genau. Direkt an der Geschwindigkeitsbegrenzung. €50, €80. Ach ja, jetzt haben sie mich zweimal angemahnt und jetzt kriege ich eine Strafe dafür. Auch schön. Oh Leute. Der Upload flattert hin und her wie ein Fähnchen im Wind. Das ist ja gerade recht überschaubar alles. So, hier haben wir jetzt 33%, dann müssen wir doch mal in die Werkstatt dann vielleicht mit einem Kredit das reparieren zu lassen hier. Das hat ja so keinen Wert sonst. Aber echt schön, da hat innerhalb von kürzester Zeit viermal die Kasse geklingelt. Geschwindigkeitsübertretung, Maut, Schäden am Fahrzeug und dann zum Schluss.
Ach, wie sieht's hier eigentlich aus? Ich könnte ja auch hier schon. Rechts fahren? Nee, geht gar nicht. Ey! Was ist? Hier kann ich rechts fahren. Okay. Das hat funktioniert. Das hat nicht funktioniert, anscheinend bin ich. Uhr und es ist dunkel. Na, bringen wir den auch wieder an? Da. Eine Ausfahrt? So, da sind wir. Einmal zur Grenzkontrolle. So, hier wollte ich eigentlich Pause machen. Mal gut, dass ich es nicht gemacht habe. Hätte ja doch noch ein bisschen Zeit gekostet hier. So, jetzt auch noch durch. Ganz sowas. Wo darf ich hin? Hier? Nochmal Grenzkontrolle.
zur Abwechslung in meine Schranke. Wie auch immer die gut ist. Und dann haben wir es auch schon fast geschafft. Was? Ein Kontrollmarathon. So, und dann fahren wir noch ein bisschen durch Bulgarien. Baustelle. Wie sieht es denn jetzt eigentlich aus mit der Fahrt? Mittwoch 1.17 Uhr. Mittwoch 3.09 Uhr ist. Also wenn keine Umleitungen passieren, dann sollte das funktionieren. Aber ich sag's vielleicht besser nicht zu laut. Wer weiß, was man sich dann sonst noch für uns ausdenkt. Ups, Motor-4-Funktion zum Beispiel. Was machst du denn? Ach. Der hat schon wieder Grütze hier. So, dann kurzer Blick auf die Karte. Ist das schlau? Nee, warum fahren wir nicht einfach da oben lang? Geht auch noch schneller? Es geht schneller, ist kürzer? Ich weiß gar nicht, warum er da unten lang fahren will. So, Mittwoch 2.20 Uhr, 3.09 Uhr ist die Ankunft. Schon ist unser Zeitpuffer zusammengeschmolzen wie Walnusseis in der Sonne. Wenn der Motor ausgeht, ist es ganz schön, wenn vor allem noch ein paar Fahrzeuge sind. Dann kann man zumindest ansatzweise erkennen, wo die Straße lang geht. Ansonsten ist es schon etwas hässlich.
Klappt das hier? Mal links, so ungefähr hier. Ich sehe nichts, aber mach das noch aus. Einfach. Gehen. Ja, ich bin noch unterwegs. Und 9, wenn ich nicht ewig lange zum Einparken brauche. So, tanken machen wir beim nächsten Mal, denke ich. Ach nö, oder? Was habt ihr denn hier angestellt?
Ja, sollte funktionieren. Wenn jetzt nicht noch irgendwelche Poller dazwischen kommen oder irgendwas. Oder eine komische Einfahrt, durch die ich nicht durchpasse. Aber oh, sollte funktionieren. Mal so. Fast wundervoll. Und fertig. So. Stelle und sage vielen Dank fürs Zuschauen, weil dass ihr es mit mir ausgehalten habt. Ja, ich war so früh über das neue Mikro und jetzt macht mir die Internetverbindung einen Strich durch die Rechnung. Dann wohl meine nächste Baustelle. Aber gut, mal schauen, wie sich das beheben lässt. Also, ich verkrümel mich erstmal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Spekulatius. Ciao.